Hallo und herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. Ich bin's wieder, Sidekick. Euer Dr. Schnuggles. Und heute herzlich willkommen zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Video. Ihr seht schon, die Einstellung ist ein bisschen anders. Ich habe mir eine neue Kamera gegönnt. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Weitwinkel und jetzt präsentiere ich euch auch zum ersten Mal meine extra für euch zum 10.000 Abo-Special gebaute YouTube-Werkzeugwand. Ich habe jetzt meine offizielle YouTube-Werkstatt. Also, wie gerade gesagt, das hier ist mein 10.000 Abo-Special. Wer hätte das gedacht, als ich 2009 aus Spaß ein kleines Video gemacht habe? Also unglaublich. Ich weiß gar nicht, wer von euch mal ganz runtergescrollt hat und mein erstes Video geschaut hat. Das war nämlich dieses da. Einfach als Spaß damals so einen alten EPC genommen und in meine Küche eingebaut. Heute, was ganz langweiliges, heute wird man einfach ein iPad dahin hängen, gab es damals nicht. Und das war auf einmal ein Highlight. 3 Tage später war das, da seht ihr, auf Engadget, Wall Street Journal Online. Auf japanischen Seiten, schwedischen Seiten, alle haben darüber berichtet. Und ja, das Ganze damals hatte ich hier meine Erfinder Dr. Schnuggles Musik da drin, das fanden die Amis ganz lustig. Und seitdem bin ich euer Dr. Schnuggles. Ja, so kam das. Und wie es bei YouTube üblich ist, habe ich mal was Kleines für euch vorbereitet. Im letzten Video habe ich ja auch schon was von einer fetten Verlosung erzählt. Ob die jetzt wirklich so fett ist, sagen wir so. Ich glaube, das hier wird die geilste, größte Longboard-Verlosung, die es je hier auf YouTube gab. Das verspreche ich euch. Und, wieso, weshalb, warum das jetzt die geilste Verlosung sein wird? Schauen wir mal. Huh, was ist das denn? Huch, hört ja gar nicht mehr auf. Was bedeutet das jetzt? Ja, ganz genau. Das sind meine Sponsoren. Ich habe mir nämlich den Arsch aufgerissen für euch. Ich habe hier richtig was organisiert. Und einer von euch wird das hier alles gewinnen können. Das wird verdammt geil. Also, mit dabei im Boot haben wir HP Textiles, Bosch, X-Boot, und Ministry of Stroke. Und natürlich euer Dr. Schnuggles. Der legt nämlich auch noch was drauf. Mit was fangen wir denn an? Ich denke mal, HP Textiles. Huh, da ist es ja schon. Kommt mal mit. Jo, was haben wir denn da? Wow, was ein Paket. Also, ich durfte mir im Online-Shop für euch das perfekte Longboard-Bau-Starter-Set aussuchen. Was haben wir denn da alles mit am Boot? Natürlich das HP E45KL Klebelaminierharz, 800 Gramm. Damit kann man schon ordentlich was anfangen. Dann dazu ein komplettes Pinselset inklusive Rollen zum Laminieren. Dann einige Sätze, 10 Stück Handschuhe, Nitrilhandschuhe für eure Sicherheit. Dann, das da kommt zum Schluss, eine Vakuumfolie sogar. Eher nur als Trennfilm gedacht, aber es ist eine richtig hochwertige Vakuumfolie. Dann seht ihr schon hier ein bisschen Merchandising. Ein großes Badehandtuch, ein kleines Handtuch, einen schicken Kuli. Natürlich hinten dazu nochmal passend dazu Mischbecher und Rührstäbchen, damit wirklich auch alles perfekt ist. Und jetzt kommt nochmal hier das Highlight. Ihr bekommt richtig geilo Carbongewebe, Köper, 200 Gramm. Ein wunderschönes Köper, so als Carbon-Finish für unten zum Zaubern. Dann natürlich für die perfekte Stiffness einzustellen 200 Gramm UD-Glas, einige Meter. Und für die, wie ihr alle wisst, Torsionsbox haben wir dann noch hier 2 Quadratmeter Biax, 320 Gramm für die Torsionsbox. Herzlichen Dankeschön HP Textiles für dieses geile Sponsoring und die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Kommen wir von HP Textiles
zu Bosch. Uff. Wow. Dann kommt man schnell mit. Wow. Einfach nur wow. Also neben diesem tollen Set von HP Textiles gibt es jetzt sage und schreibe brandneu für euch eine Stichsäge und einen Akkuschrauber. Das Ganze freundlicherweise bereitgestellt von Bosch Power Tools. Vielen, vielen Dank. Das ist so geil. Dann würde ich sagen, schauen wir da auch mal kurz rein. Da haben wir jetzt die beiden Schätzchen. Und die sind hier noch komplett original verpackt. Und damit ich es euch mal zeigen kann, machen wir das mal auf. Bekommt ihr jetzt von mir alles niegelnagelneu. Eine wunderbare PST 800 PEL. Die habe ich mir extra ausgesucht, weil die hat schon Pendelhub-Automatik. Und das ist besonders cool für schnelle Sägefortschritte, wenn man mal ein bisschen fixer sägen muss. Das ist echt eine angenehme Sache. Also ein cooles Teil. Unten in der Beschreibung habe ich für euch natürlich auch nochmal die Links zu den Geräten. Da könnt ihr auch nochmal alles gucken. So, einmal die Stichsäge. Da, Pendelhub. Was haben wir noch? Ja, geringe Vibration, Cut Control. Aber das Pendelhub, das ist das Geile an dem Gerät. Kommen wir jetzt zum Akkuschrauber, zum PSR 14,4 Li. Habe ich auch ausgesucht, gefällt mir auch besonders gut durch die Lithium-Ionen-Technik, die hier drin ist. Und die kompakte Bauweise. Hey, ein schönes Gerät. Der ist echt richtig handlich. Klein. Toll. Für den Longboardbau wunderbar. Für die Achslöcher könnt ihr damit bohren. Oder wenn ihr mal durch einen Drop-Through bauen wollt. Mit hier mit die Pilotbohrung quasi da reinbohren und dann mit der Stichsäge, mit einem Kurvensägenblatt, könnt ihr dann die Drop-Throughs sägen. Wunderbar. Mit Ladegerät, Ladekabel, seht ihr sogar ein Bit ist schon drauf. Da, Bohrfunktion und 20 Drehmomentstufen zur Vorwahl. Inklusive Beleuchtung von hier vorne der Spitze. Wenn man mal noch eine Küche aufbauen sollte oder so, hinten im letzten Winkel, perfekt. Schönes handliches Gerät. Das alles werdet ihr von mir bekommen. Ein glücklicher Gewinner. Also, weiterschauen und gleich mitmachen. Kommen wir nun zu X-Boot. Zack, und da seht ihr. X-Boot, die Jungs kennt ihr ja. Aus anderer Verlosungsreihe von mir schon, ein Skateshop hier aus Trier, Support Your Locals. Die haben mir noch einen neuen Satz Wheels zur Verfügung gestellt, Edition Wheels. Und das ist eine Marke, ziemlich neu. Die wurde in Augsburg hier in Deutschland gegründet und wird alles komplett made in Europe hergestellt, kein China-Scheiß. Es sind sehr krippige Rollen, 78A. 70 mm Durchmesser, 49 mm Contact Patch, Offset, also eher was für ein bisschen schneller zu düsen oder natürlich, wenn man will, auch cruisen. Also so einen schönen Satz, brandneue Edition Wheels, gibt's auch nochmal im Set obendrauf. Vielen Dank, X-Boot. Last but not least kommen wir hier unten in die Ecke zu Ministry of Stroke. Die Jungs kennt ihr schon von dem 40-Inch Magazin. Gab es hier jetzt vor kurzem erst eine Verlosung von mir. Da gab es das E-Book zum neuen Buch The Lost History of Longboarding. Zu der Zeit gab es da nur die E-Books, aber mittlerweile ist das Buch, die Printausgabe, auch offiziell erschienen. Habe ich leider momentan zurzeit noch nicht hier. Die Jungs schicken mir das aber noch zu. Ihr seht es hier eingeblendet. Und das gibt es im Paket auch nochmal oben drauf. Also, wenn ihr mal die Nacht überwachen müsst, weil euer Harz vom Bordbau aushärten müsst,
habt ihr einen schönen Schmöker für mal da ein bisschen was über die History vom Longboarding zu lesen. Also, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzliches Dank an die Jungs vom 40 Inch bzw. Ministry of Stroke. Vielen Dank für dieses schöne Buch. Und damit das Ganze jetzt eine richtig runde Sache wird, legt der Dr. Schnaggels auch noch ein bisschen was aus eigener Tasche drauf. Von mir gibt es noch einmal gute 2 Meter Crip Tape, ein Satz Nuts and Bolts und ein Skate Tool. Und natürlich nicht zu vergessen, ich bezahle den Versand. Das hier sind nochmal 2 Riesenpakete, gibt es von mir auch nochmal gratis oben drauf. Also gucken wir uns das Ganze mal nochmal da ganz vorne an. Vielen Dank HP Textiles für dieses tolle Paket. Carbon, Glas, Epoxy, Handschuhe, Mischbecher, Vakuumsack bzw. Trennfilm, coole Handtücher. Bosch, vielen Dank Bosch, dass ihr so reinhaut und mich so bei dieser Sache unterstützt. Vielen, vielen Dank. X-Boot, mein Lieblings-Local-Dealer mit einem schönen Satz grippiger Rollen. Ministry of Stroke mit dem neuen Buch The Lost History of Longboarding und meinen kleinen Teil, den ich dann auch oben drauf packe. Jetzt fragt ihr euch, hey Dr. Schnaggels, wie kann ich denn das alles gewinnen? Ganz einfach, unten in der Infobox findet ihr übrigens erstmal alle Links von allen Supportern hier von mir. Wie gesagt, wie ihr jetzt in den ganzen Jahren gemerkt habt, auf meinem Kanal läuft keine Werbung. Ich habe hier ein paar Sponsoren, ist klar, aber ich kann das alles schlecht aus eigener Tasche bezahlen. Deshalb habe ich diese Sponsoren hier an Bord, aber das Ganze nur für euch, damit ich euch so ein geiles Paket hier schenken kann. Wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Also, die ganzen Artikel, alles bliblablub, inklusive den Shoplinks und so weiter, was ihr wirklich im Detail alles gewinnen könnt, unten in der Infobox. Zudem, unten in der Infobox findet ihr einen Link für ein Google-Dokument, wie ich es früher auch schon gemacht habe, da tragt ihr euch bitte ein. Mitmachen darf jeder, auch wenn ihr erst 12 seid. Allerdings, da es sich hier um Werkzeuge und Chemikalien teilweise handelt, ist das Ganze natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Also wenn ihr minderjährig sein solltet, also du, der Gewinner, werde ich auf jeden Fall gerne eine Bestätigung von euren Eltern haben wollen, dass ihr das da von mir bekommen dürft. Also ihr tragt euch in dem Link ein, das Ganze mit Telefonnummer. Es werden ein paar kommentieren, hey, ich will meine Telefonnummer nicht hergeben, tut mir leid, dann kannst du halt nicht mitmachen. Aber in den letzten Verlosungen haben die Leute sich immer mehrfach eingetragen, habe ich keinen Bock drauf, jeder einmal eine Chance. Deshalb Telefonnummer, die kann ich einfach mit Excel rausfiltern. Und zudem will ich natürlich auch mit euch einen Fancall machen, wenn ich den Gewinner ziehe. Deshalb Telefonnummer. Zudem in dem Link unten findet ihr nochmal abgetippt meine Teilnahmebedingungen. Wie gesagt, mitmachen darf jeder. Minderjährige werde ich gerne nochmal mit den Eltern sprechen. Die Preise können natürlich nicht in bar ausgezahlt werden, alle diese Spielereien. Also, ich hoffe, ihr hattet die ganzen Jahre viel Spaß hier mit mir, habt hoffentlich auch was gelernt. Denn deshalb mache ich hier den ganzen Aufwand, weil ich euch was beibringen will. Und natürlich auch für den Spaß, soll ja auch ein bisschen interessant sein. Es wird natürlich weitergehen und ich habe auch noch einiges im Petto. Wie gesagt, ich habe ja schon im letzten Video noch was angekündigt mit diesem kleinen Teil, was ich gebaut habe. Dann die Yvonne, meine Grafikerin, sind wir gerade am Planen. Das Board wird jetzt demnächst kommen. Ich selber baue noch ein Leichtbauboard. Allerdings steht jetzt Sommer an, die Longboard-Saison fängt an und ich werde natürlich auch mal ein bisschen nochmal rausfahren gehen. Also denkt bitte immer daran, dieser Kanal hier ist kein, ich filme mich selber, ich bin ein Vlogger. Hier steckt ja immer viel Arbeit hinter. Ich muss das Ganze bauen, das dauert ja teilweise Wochen. Und viel, viel Videomaterial ist es, was ich zusammenschneiden muss. Also ich sitze ja in der Regel an so Bauvideos 7 bis 10 Stunden immer dran, also ein Riesenaufwand. Und da es jetzt draußen ein bisschen wärmer wieder wird, will ich natürlich auch mal skaten wieder gehen.
Deshalb, ich denke, dass jetzt in der Sommerzeit werde ich es nicht schaffen, hier wöchentlich ein Video hochzuladen. Aber ich denke mal, alle 2 Wochen oder mindestens eins im Monat. Das wird der Schnaggels aber schon noch schaffen. Also, bleibt dran, bleibt mir treu, habt viel Spaß. Wir sehen uns im Gewinnervideo wieder. Ich wünsche jetzt schon mal allen viel Glück. Ich hoffe, es wird den richtigen treffen, der da mit diesen tollen Sachen richtig viel was anfangen kann. Und in diesem Sinne verabschiedet sich Sidekick, euer Dr. S aus seiner kleinen Werkstatt. Bis dann und nochmal vielen, 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 vielen Dank für 10.000 Abos. Damit habe ich nie gerechnet. Nie, nie, nie und nimmer. Vielen, vielen Dank.